Ich probiere für euch die Takis, die ja aktuell total im Trend sind, und sage euch, wie sie schmecken. Okay, dann let's go. Erstmal der Geruchstest. Es riecht irgendwie voll so nach Nuss irgendwie und nach. Kennt ihr diese asiatischen Nudeln? Diese asiatischen Nudeltüten? So riecht das. Das riecht irgendwie, geht so geil. Okay. Let's see. Okay, die sind tatsächlich Fuego. Der kommt so ein bisschen danach. Oh mein Gott, okay, es kommt. Die Fuego, die sind tatsächlich ein bisschen scharf und ich merke auch die Limette auf jeden Fall drin. Ich dachte einfach so, Limetten. Und ich merke tatsächlich die Limette auch drin. Also die schmecken sonst halt so, boah. Boah. Okay. Die sind schon echt scharf. Die schmecken halt so wie. Wie so Tortillas halt. Ne? Wie so Tortillas halt mit. So gedreht. Boah. Sind die scharf. Die schon echt. Schon scharf sind. Mit diesem bisschen Special Flavor von Limette haben. Aber ich mag das echt sehr gerne. Ich mag nicht den Geruch so gerne, aber finde ich schmeckt sehr lecker. Also, kann man machen. Aber jetzt kommt es auf den Preis an. Also es ist eine 100 Gramm Tüte. Da gibt es ja auch verschiedene Sorten. Dafür gibt es ja auch so blaue, die wollte ich auch mal probieren. Aber auf jeden Fall, ich gucke gerade auf den Kassenbon und ich bin erschrocken. Die haben wirklich 2,99 gekostet. 2,99. Also es ist schon echt teuer. Ne? Ist halt gerade so ein bisschen so Trend, diese Takis, Takis, I don't know, wie heißen. Ja, wie ich gedacht habe, frittierte, gerollte Chips auf Maisbasis mit Chili und Limettengeschmack. Ja, das beschreibt es ganz gut. Das ist halt so Mais, das ist halt kein Kartoffelgeschmack, das ist halt Maisgeschmack. Auch wie Tortillas. Ich finde es sehr lecker. Ja, aber ist schon teuer. Und ich habe jetzt zwei, drei gegessen. Wie immer, ne? Also, es ist schon teuer. Aber ich glaube, man kann auch nicht allzu viele von, sonst von dieser Sorte Fuego essen, weil die halt echt. Sind schon gut scharf, ja.